anstehen für ein paar Tropfen Wasser. Für viele Kinder in Südafrika ist das noch immer Alltag. Manchmal gibt's gar kein Wasser. Millionen sitzen auf dem Trockenen, andere haben es im Überfluss. Die Werbebotschaft ist klar: Wasser ist ein Lebensmittel für die, die es sich leisten können. Wir wollen wissen, wie läuft das weltweite Geschäft mit dem Wasser. Big business, growing business. Wir begeben uns auf die Spuren der Flaschenwasserindustrie, die selbst da noch Wasser abgräbt, wo es immer weniger gibt. Es ist falsch, wenn das privatisiert und vermarktet wird, worauf jeder ein Recht haben sollte. Sauberes, sicheres Trinkwasser. Unsere Erkundungsreise beginnt in deutschen Supermärkten. Dort steht sie, die wertvollste Nahrungsressource des Menschen, in Plastik verpackt. Tests haben ergeben, dass die Qualität von Leitungswasser oft genauso gut oder sogar besser ist als die von Flaschenwasser, nur viel billiger. Trotzdem boomt das Geschäft. Marktführer ist Nestlé. Pure Life und 63 andere Marken verkauft der Weltkonzern in 36 Ländern. Wie aber kommen Firmen wie Nestlé, Coca-Cola, Pepsi oder Danone in den Besitz vieler der besten Trinkwasserquellen der Welt? Vevey am Genfer See. Das Hauptquartier von Nestlé, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt. Der frühere Nestlé-Chef Helmut Maucher hat das Ziel vorgegeben. In Zeiten, in denen Wasser weltweit immer knapper würde, müsste Nestlé, Zitat, die Hand auf die Quellen halten. Sein Nachfolger setzt das um. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Nestlé wirbt für sein Geschäftsmodell mit dem bemerkenswerten Slogan »Trink dich zu besserer Gesundheit und zu einem gesünderen Planeten«. Zum Beispiel mit dem Wasser Arrowhead. Hier in Colorado wird Arrowhead von Nestlé abgefüllt. Das Chaffee County, eine Hochwüste an den Ausläufern der Rocky Mountains gelegen. Die Wasservorräte werden immer knapper, weltweit. Klimawandel, Umweltverschmutzung und die Wasserpreise steigen unaufhaltsam, auch in den USA. Wir haben eine Verabredung. Der Mann, den wir treffen wollen, kritisiert Nestlé. John Graham behauptet, dass man dem Konzern niemals die Rechte an der besten Trinkwasserquelle der Gegend hätte geben dürfen. Ich habe hier einige Luftaufnahmen, die zeigen, wo Nestlé Land- und Wasserrechte aufgekauft hat. Wie Sie sehen können, ist das eine Gegend, die sehr trocken aussieht. Das ist felsig und es gibt hauptsächlich Kakteen. Deshalb ist jeder Tropfen Wasser so wichtig. John Graham will uns die Abpumpstation von Nestlé zeigen, etwas außerhalb des kleinen Städtchens Salida. Da oben, sehen Sie, alles braun. Es ist so trocken. Unerklärlich, warum jemand gerade an diesen Ort kommt, um Wasser abzugraben, wo es hier doch kaum Wasser gibt. Die Schneeschmelze bringe von Jahr zu Jahr weniger Wasser von den Rockies herunter, klagt der pensionierte Architekt. Und die Farmer könnten ihre Felder kaum noch bewässern. Nestlé möchte die Kontrolle bekommen über das blaue Gold. Und sie haben das Geld dazu.
Wenn ich überlege, wie viel Geld sie ausgegeben haben, um hier an das Wasser zu kommen, dann kann ich mir vorstellen, wie viel mehr Geld sie daran verdienen können. Die Wasserader liegt tief verborgen unter zwei unscheinbaren Pumpenhäuschen. Nichts deutet darauf hin, dass hier jeden Tag 675.000 Liter von Nestlé abgepumpt werden. John hat mit anderen Anwohnern eine Initiative gegründet, weil sie Schäden für Mensch und Natur befürchten. Niemand hätte ausreichend geprüft, wie sich die massive Grundwasserentnahme auswirke. In vielen US-Gemeinden wächst der Widerstand gegen den Ausverkauf ihres Wassers, wie John es nennt. Das ist ihre Ladestation. Die Tanklastwagen warten auf die nächste Abfüllung. Kein Schriftzug verrät den Inhalt. Nur ein Schild beweist, es handelt sich um Arrowhead. Was Nestlé Quellwasser nennt, geht erst 5 Meilen durch eine Leitung und wird dann in Trucks verfrachtet. Anschließend transportiert man es 120 Meilen nach Denver. Also das Quellwasser zu nennen und zu verkaufen als irgendwie magische, extrem gesunde Substanz, ist doch Augenwischerei. Sie füllen 2 Produkte ab. Das eine nennen sie Arrowhead und das andere Pure Life. Dafür nehmen sie einfach nur das Leitungswasser von Denver und verpacken es in Plastikflaschen. Dasselbe Wasser, was jeder in Denver bekommt, wenn er den Hahn aufdreht. Nestlé zahlt etwa 2 Cent für 4 Liter und verkauft das dann für $10. Das ist doch Diebstahl. Mehr noch, es ist Schieberei. Wie aber ist Nestlé überhaupt an die Quelle gekommen? Es gibt ein Umweltgutachten, das mögliche Auswirkungen des Abpumpens untersucht hat. Darin äußert die Gutachterin große Bedenken. Selbst kleine Grundwasserabsenkungen könnten die Wasserschicht trockenlegen während einer längeren Dürre. Die vorgeschlagenen Wasserentnahmen werden die natürliche Bewässerung des Bodens beeinträchtigen, was die Stabilität des ganzen Feuchtgebietes schädigen kann. Doch das kritische Gutachten wurde niemals veröffentlicht. Stattdessen wird das von Nestlé selbst beauftragte Gutachten überarbeitet und der Entscheidungskommission vorgelegt. Verschwunden darin alle Bedenken. Unterschrieben von derselben Ökologin, die auch das kritische Gutachten verfasst hatte, und von deren Vorgesetzten. Die Ökologin selbst möchte sich nicht vor der Kamera äußern, auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie verweist uns an die Lokalreporterin Lee Hart. Hello. Welcome to Salida. Nice meeting you. Okay. Thanks a lot. Lee Hart schreibt einen Blog und kennt die Ökologin gut. Die stünde unter großem Druck, aber auch weiterhin zu ihren Bedenken. The change of Der Wechsel in den Aussagen des Gutachtens erfolgte, nachdem Nestlé den ersten Entwurf gesehen hatte. Und der gefiel ihnen gar nicht. Dort hieß es, dass es zu Umweltbelastungen kommen würde. Also hat Nestlé als Auftraggeber die Universität kontaktiert. Und dort im Besonderen Professor Hagen. Und Professor Hagen war der Landbesitzer. Also der Mann, der sein Grundstück an Nestlé verkaufen wollte. Genau das, unter dem die Quelle liegt. Er schien ein Interesse daran zu haben, dass das Gutachten zu anderen Schlüssen kommt. Dass das Projekt weitergeht und er das Geld für sein Land einstreichen kann. Auf unsere Anfrage erklärt der Landbesitzer Professor Hagen, er sehe keinen Interessenkonflikt. Und die Universität erklärt, im Gremium sei man eben anderer Meinung als die Kollegin. Deshalb das zweite Gutachten. Dabei kam es zu völlig anderen Ergebnissen. Das erste hatte festgestellt, es gibt große Bedenken. Das zweite sagt, es kann genehmigt werden. Da stimmt was nicht. Auch in anderen US-Gemeinden kämpfe Nestlé mit allen Mitteln um das Wasser, erzählt John Graham, auch mit juristischen. Ein Mitglied der Zulassungskommission sagte mir, weißt du, was passiert, wenn wir Nestlé nicht die Erlaubnis geben? Dann werden sie uns verklagen. Diese Drohung wirkte so gewaltig, dass die Kommission unter keinen Umständen einen Prozess riskieren wollte.
Unser Bezirk hat gar nicht genug Geld dafür. Jetzt nehmen sie sich einen großen Teil des Wassers, der eigentlich in dieser Gegend bleiben sollte. Das ist Nestlés großes Endspiel. Wir sind da nur ein kleines Gewässer, einfach zu erbeuten. Sie haben nur ihre Hausaufgaben gemacht und den perfekten Platz gefunden, Wasser abzugraben. Für Nestlé nur eine Gelegenheit, ein bisschen Geld zu machen, auf ihrem langen Weg, das Wasser überhaupt zu privatisieren. So sieht dramatische Dürre aus. Und wenn sich die Trockenheit noch weiter ausbreitet, dann wird das definitiv nicht schön. Und es macht dich sehr nachdenklich, wie man dann einer Firma erlauben kann, 247 Millionen Liter abzupumpen, während das hier passiert. Nestlé zahlt jährlich etwa 200.000 Dollar als Ausgleich für das Wasser in Salida. In Flaschen kostet dieselbe Menge dagegen 185 Millionen Dollar. Im amerikanischen Sender Fox News feiert man den amerikanischen Chef von Nestlé Waters für solche Gewinnmargen. Toll, sie in der Show zu haben. Große Geschäfte, kräftiges Wachstum. Unser Fokus liegt auf gesunder Flüssigkeitszufuhr. Wir sind bei weitem der größte Flaschenabfüller in Nordamerika. Damit die Wasserrenditen weiter steigen, greift Nestlé-Mann Jeffrey auch zu anderen Methoden. Uns liegt die Kopie eines Briefes vor, den Nestlé-Manager Kim Jeffrey an den Chef der Firma schickte, die in den USA die Filtermarke Brita vertreibt. Darin beschwert sich Jeffrey über deren Werbekampagne und wettert, dass gefiltertes Leitungswasser niemals dieselbe Qualität hätte wie Nestlé-Wasser und fordert dazu auf, diese Werbespots, so wörtlich, aus dem Verkehr zu ziehen. Die Flaschenwasserindustrie tut alles, um das öffentliche Wasser schlecht zu reden. Der ehemalige Vorstand von Pepsi, Robert Morrison, brachte es auf den Punkt. Zitat: Der größte Feind ist das Leitungswasser. Doch ist das Wasser in den Tanks wirklich besser? Filmaufnahmen, auch auf öffentlichem Grund, sind unerwünscht. Bei Poland Spring, einer weiteren Nestlé-Marke. Hauen Sie ab! Go! Private property. Eine Klageschrift. Vor Gericht in Chicago soll demnächst entschieden werden, ob Nestlé allerdings selbst Leitungswasser als Mineralwasser etikettiert und verkauft hat. Wir fliegen weiter nach Afrika. Auch dort kauft Nestlé Trinkwasserlizenzen, getreu dem alten Firmenmotto, die Hand auf die Quellen zu halten. Woher kommt das Wasser, das Nestlé hier abfüllt, an einem Ort, an dem es immer weniger gibt, auf dem ärmsten Kontinent der Welt? Viele Menschen in Afrika haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Sanitäranlagen, obwohl die Vereinten Nationen Wasser zu einem Menschenrecht erklärt haben. Südafrika. Nicht weit von Pretoria liegt die Quelle von Donkloof. Seit 2011 wirtschaftlich genutzt von Nestlé. 282.000 Liter Wasser werden täglich in Flaschen abgefüllt und abtransportiert. Von dort, wo es als unterirdischer Schatz entstanden ist. Abgepackt unter blauen Planen heißt es nun Pure Life. Doch hier kann sich das reine Leben niemand leisten. Gleich gegenüber der Fabrik, nur 100 Meter entfernt, ein Highway. Tagelöhner verschwinden in einem Tunnel und Menschen mit Plastikkanistern. Von der Nestlé-Fabrik kommen zwei Männer auf uns zu. Sie berichten, dass sie dort arbeiten.
Sehen Sie, erklärt der eine, Flaschen mit beschädigtem Etikett dürfen wir schon mal mitnehmen. Aber fließendes Wasser hätten Sie zu Hause nicht. Es sei gar nicht weit, drüben am Ende des Tunnels. Nur einen Steinwurf von der Fabrik, auf der anderen Seite. Der Ort, an dem die beiden Nestlé-Arbeiter wohnen. Inmitten von Müll, Ratten und Toiletten. Ohne Wasseranschluss, wie die ganze Siedlung. Wir wollen mehr erfahren und treffen uns mit Johannes Moloki. Er arbeitet für einen Bürgerverein, der sich um die Ärmsten der Armen kümmert. Den Bewohnern erzählt er, gehört das Land nicht. Ihre Familien, rund 3000 Menschen, leben hier seit 30 Jahren. Geduldet. Moloki hört zu und nimmt Beschwerden auf. Bist du hier glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Warum? Keine Zukunft. Schau dir doch die Kinder an. Keine Sauberkeit. Kein Wasser. Keine Häuser. Nur Plastikhütten. Viele sind arbeitslos, erfahren wir. Doch einige Männer haben einen Job. Bei Nestlé in der Wasserfabrik. Auch Lawrence. Die Schicht fängt morgens um 6 an und dauert 12 Stunden. Mittags gibt es 15 Minuten Pause. Eine Kantine, die gibt es nicht. Das Essen müssen wir selbst mitbringen. Aber umsonst kann man Nestlé Eiscreme bekommen. Zum Trinken nur 2 Flaschen. Mit je einem halben Liter Wasser pro Tag. Die könnte ich natürlich bei der Arbeit trinken, aber oft hebe ich eine der beiden Flaschen auf. Für die Kinder zu Hause. In der Nestlé-Werbung heißt es immer, jeder solle mindestens 2 Liter täglich trinken, um gesund zu bleiben. Lawrence macht einen Spaß daraus. Nestlé Wasser. Seht her, trinkt alle dieses Wasser. Nestlé-Wasser kommt direkt von da drüben, aus der Erde. Gut für jeden und reicht für uns alle. Pure Ironie. Lawrence' Schwester will mit ihrem Kanister zu einer Wasserstelle aufbrechen. Doch ihr Bruder hält sie zurück. Der Nestlé-Arbeiter hat noch nicht genug. Bleib hier, du musst noch trinken. Und so trinken sie wie Champagner das gleiche Wasser, das ein paar hundert Meter entfernt unter ihrem heimatlichen Boden fließt. Abgefüllt vom Schweizer Großkonzern und im Laden für sie unbezahlbar. Nein, stell die Flasche doch nicht in den Dreck. Das ist gutes Wasser. Wie kann es sein, dass Menschen nur 400 Meter entfernt leben von einer Quelle und selbst von Wasser abgeschnitten sind? Im zuständigen Ministerium in Pretoria fragen wir nach. Warum hat man Nestlé die Lizenz für Pure Life in Dornkloof überhaupt erteilt? In der Vergangenheit war es doch so, arme Menschen, besonders Schwarze, hatten kein Recht auf Wasser. Und teilweise ist das noch immer nicht ganz erreicht. Deshalb können wir auch keine Wasserlizenzen für eine längere Zeit gewähren. Wir wollen schließlich irgendwann Verteilungsgerechtigkeit. Um genau zu sein, die Lizenz für Nestlé läuft 20 Jahre. Die Verteilungsgerechtigkeit muss also noch mindestens 2 Jahrzehnte warten. Denn so lange darf Nestlé exklusiv das Wasser ausbeuten. 103 Millionen Liter im Jahr. Wurde Nestlé überhaupt schon einmal kontrolliert, seitdem sie die Quelle nutzen?
Noch nicht, denn wissen Sie, Ihre Lizenz für das Wasser ist ja ziemlich neu. Da gibt es andere, die früher genehmigt wurden. Da müssen wir uns zunächst drum kümmern. Ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht, ob Sie überhaupt schon mit dem Abpumpen der Ressource angefangen haben. Sie müssten nur hinschauen. Aber die Verantwortlichen scheint es nicht zu interessieren. Auch nicht, dass vielen, die an der Quelle leben, das Menschenrecht auf Wasser vorenthalten wird. Ortswechsel. Bezirksgericht Lausanne. Die Frauen, die sich hier treffen, klagen vor Gericht. Über Monate waren sie von drei weiblichen Agenten ausspioniert worden, die man in ihre Gruppe eingeschleust hatte. Im Auftrag von Nestlé. Die Ausspionierten hatten an einem Nestlé-kritischen Buch gearbeitet. Sie haben uns ausspioniert, sie haben über diese Infiltration, über diese Person Daten über uns gesammelt, aber nicht nur über uns, sondern auch über Dritte, und zwar alle unsere Kontakte in der Schweiz, alle unsere Kontakte, die wir auch mit dem Ausland haben. Ich möchte da vor allem Kolumbien und Brasilien erwähnen, vor allem auch in Kolumbien, da waren wir mit Gewerkschaftern in Verbindung. Und da wird es natürlich dann sehr riskant. Und diese Daten sind halt alle an Nestlé gegangen. Wissen ist Macht. Und so bediente sich Nestlé geheimdienstlicher Methoden, um an Informationen über seine Kritiker und deren Strategien zu gelangen. Sie begründen die Infiltration damit, dass sie sagen, ATTAC sei eine gewalttätige Organisation. Aber ATTAC ist eine friedfertige Organisation, hat nie zu irgendwelchen gewalttätigen Aktionen aufgerufen. Hat Nestlé solche Methoden nötig? Der Anwalt der Sicherheitsfirma Securitas, die im Auftrag von Nestlé die Spione bei ATTAC einschleuste, ignoriert alle Fragen. Auch er wurde Opfer der Spionage. Der brasilianische Umweltschützer und Wasseraktivist Franklin Frederick, einer der schärfsten Kritiker von Nestlés Geschäftspraktiken. Ich hätte Angst, weil, wissen Sie, Brasilien ist nicht Kolumbien, ist nicht so Gewalt, aber es gibt eine Gewalt. Und es ist ganz einfach, einen Unfall in Brasilien zu organisieren, das ist klar. Franklin berichtet, dass in Kolumbien bereits ein Gewerkschafter ermordet aufgefunden wurde, der laut Zeugenaussagen vorher von Vertretern einer örtlichen Nestlé-Tochterfirma als Terrorist bezeichnet worden war. Das sei schockierend, so Franklin, denn schließlich habe auch er sich in Brasilien gegen Nestlé engagiert. Ich bin aufmerksam gewesen von dieser Geschichte in São Lourenço, wo Nestlé hat einen wunderschönen Wasserpark gekauft, einen Wasserpark mit verschiedenen Wasserquellen, hat eine Fabrik über diese Wasserpark gebaut, gegen uns gesetzt, und diese pure Life Flaschenwasser angefangen zu produzieren. Und sie pumpen so viele Wasser von Grundwasser, dass die ganze Spielwasser ist gesunken. Gesunkene Wasserspiegel, Milliardengewinne durch Quellenschnäppchen und Fabrikarbeiter ohne Trinkwasserzugang. All das wird nicht vor Gericht in Lausanne verhandelt. Was bleibt, ist die Spionage. Ein kurzes Statement für die ARD. Sind das die Methoden von Nestlé? Haben Sie das nötig? Der Nestlé-Anwalt gibt sich diskret und verweist freundlich an die Konzernkommunikation. Doch alle Interviewanfragen werden abgelehnt, monatelang. Ich versuche es ein letztes Mal direkt bei Nestlé in Vevey, wieder ohne Erfolg. Schriftlich weist Nestlé später darauf hin, die Wassernutzung geschehe in voller Übereinstimmung mit den Anweisungen der zuständigen Behörden. Und auch in Brasilien hätte man sich strikt an die Regeln gehalten, die der Gesetzgeber vorgegeben habe. Wir reisen nach Brasilien, um den Vorwürfen des Wasseraktivisten Franklin Frederick gegen Nestlé nachzugehen. Was sind die möglichen Folgen, die durch exzessives Abpumpen entstehen können? Das riesige Land hat Wasser im Überfluss, doch die öffentliche Wasserversorgung ist oft mangelhaft. In den Favelas, den Armenvierteln, ist sauberes Trinkwasser ein seltenes Gut.
Ich denke, jeder Mensch sollte Wasser kostenlos haben, weil Wasser im Laden teuer ist, viel zu teuer. Der Wasserpark von São Lourenço im Bundesstaat Minas Gerais. Er ist im Besitz von Nestlé und umfasst 9 Heilwasserquellen mit hohem Mineralgehalt. Für umgerechnet 2,30 Euro Eintritt können auch Einheimische einen Schluck nehmen. Nestlé selbst ist durstiger. Von neugierigen Blicken abgeschirmt, baute man 2000 eine Fabrik, um riesige Mengen für die Produktion von Pure Life abzupumpen. Gleichzeitig wurden dem Wasser vor der Abfüllung massiv Mineralien entzogen. Offensichtlich, um einen neutralen Geschmack zu erreichen. Die Fabrik errichtete man dort, wo laut einem Gutachten die ökologisch anfälligste Stelle des Wasserparks liegt. Luciana Lee lebt seit Jahren hier. Sie klagt, dass nicht nur der Grundwasserspiegel sank, sondern eine der Quellen auch mit Fäkalien verunreinigt wurde. Sie sieht wunderschön aus, nicht? Man hat sie hübsch renoviert, aber leider ist die Quelle nicht sicher, denn sie wurde kontaminiert. Man kann dem Wasser nicht mehr vertrauen. Hinzu kommt, dass die Quelle durch das exzessive Abpumpen für Pure Life gelitten hat. Auch alle anderen Quellen im Park haben Schaden genommen. Franklin Frederick, Luciana Lee und andere Bewohner von São Lourenço erreichten 2002 einen Gerichtsprozess gegen Nestlé, in dessen Verlauf durch die Behörden festgestellt wurde, dass sowohl das Entmineralisieren illegal war, als auch der Bau der Wasserfabrik. Staatsanwalt Bergson erinnert sich. Um eine Verurteilung zu vermeiden, schloss Nestlé einen Vergleich. Das Ergebnis: hier wurde die Produktion von Pure Life eingestellt. Kurios ist, der Handel mit Wasser ist in Brasilien eigentlich verboten. Deshalb nutzen die Konzerne eine Gesetzeslücke. Das brasilianische Gesetz stuft Mineralwasser offiziell nicht als Wasser ein, sondern als Mineral, wie ein Gestein. Und Mineralien sind Wirtschaftsgüter. Nur deshalb können die Unternehmen Mineralwasser als private Handelsware auf den Markt bringen. Normales Wasser gilt in Brasilien dagegen als öffentliches Gut, als Allgemeingut, das man eigentlich nicht privatisieren darf. Dabei ist doch Mineralwasser auch Wasser. Luciana ist wütend, dass Nestlé in ihrer Heimatstadt weiter Mineralwasser abfüllt und teuer verkauft, wenn auch eine andere Marke. Aber immerhin sei Pure Life verschwunden. Das Konzept für das Pure Life Wasser war absurd, wirklich absurd. Und das Entmineralisieren war völlig illegal. Aber es war genau das, was sie hier vorhatten. Durch die Lücken in der brasilianischen Gesetzgebung konnten sie lange tun und lassen, was sie wollten. Genau wie sie das in vielen anderen armen Ländern machen. Es wurden Millionen Liter abgepumpt. Es war ein unerträglicher Lärm. 24 Stunden am Tag haben Hunderte von Lastwagen das Wasser abtransportiert. Am lautesten aber war die Entmineralisierungsmaschine, die dem Wasser seine wertvollen Inhaltsstoffe raubte. Washington, D.C., Sitz der Weltbank. Sie spielt eine zentrale Rolle bei den Wassergeschäften westlicher Konzerne. Jahrelang wurden Kreditvergaben an Entwicklungsländer mit der Forderung verknüpft, im Gegenzug die Wasserwirtschaft zu privatisieren. Profitiert auch Nestlé von der politischen Allianz mit der Weltbank? Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2011 wird ein Projekt aus der Taufe gehoben. Die Wasserministerin von Südafrika schließt eine neue Partnerschaft mit der Water Resources Group, einer Lobbyvereinigung westlicher Konzerne. Die Firmen würden den armen Ländern bei der Überwindung von Wasserknappheit helfen. Die Leitung hat Peter Brabeck, der Nestlé-Chef. Was ist für Nestlé drin? Es ist wichtig für uns, langfristig zu denken. Was etwa könnten die Hindernisse sein für das Wachstum der Weltwirtschaft?
Wir glauben, dass die Wassersituation eines der Haupthindernisse für Wachstum ist. Soll heißen, die Versorgung der Industrie mit Wasser soll sichergestellt werden. Gleichzeitig wolle man der Politik beratend zur Seite stehen. Beim IFC, einer Gesellschaft der Weltbank, hat die Gruppe ihren Sitz. Firmen, die mitwirken, sind unter anderem Nestlé, Coca-Cola und Pepsi, der IFC selbst. Und wir werden finanziell unterstützt von der Schweizer Entwicklungshilfe. Zurück in Südafrika. Hier will die Water Resources Group nach eigenen Angaben helfen, die Wassersituation zu verbessern. Der Mann, den wir treffen, glaubt nicht an die Versprechen. Koos Pretorius behauptet, dass nicht schlechtes Wasser das Problem für mehr Wachstum ist, sondern ungehemmtes Wachstum das Problem für das Wasser. Die Industrie verseuche weite Teile des Trinkwassers. Der Farmer führt uns an den Stadtrand von Carolina, einer 30.000 Einwohnergemeinde. Wir haben hier eine Mine, ganz in der Nähe, etwa 150 Meter auf der anderen Seite. Was die Mine gemacht hat, war ein Rohr zu legen, das führt darüber in eine Tonne. Da hat man jetzt ein paar Kalksteine reingetan, um das Abwasser zu reinigen. Es fließt dann einfach in das Becken, ist immer noch sehr säurehaltig, tritt da hinten über, fließt in den Fluss und von da in die Trinkwasserversorgung der Stadt. Ich messe jetzt den pH-Wert des Wassers. Für Trinkwasser dürfte er nicht unter 5,5 liegen. 3,7. 3,6, das ist reine Säure. Wie direkt aus einer Batterie. Überall, wo es in Südafrika Minen gibt, haben wir das Problem. Und niemand kümmert sich darum. In dieser Stadt hatten die Menschen für 9 Monate kein Trinkwasser, wegen der starken Belastung mit extrem hohen Aluminiumwerten, Mangan, Eisen und Sulfaten. Da haben wir Minengesellschaften, die kommen und verseuchen das Wasser. Dann kommen Flaschenwasserhersteller, die sagen, wir wollen das beste Wasser. Was ist dann noch übrig für uns, die Menschen? Das reine kurzfristige Gewinnstreben einer Seite, egal ob Minengesellschaft oder Flaschenwasserproduzent, verhindert den Zugang zu dem, was alle brauchen, sich aber nicht mehr leisten können. Im Supermarkt der Stadt werden wir fündig. Es gibt noch sauberes Wasser. Pure Life von Nestlé. Angepriesen als Water you can trust, das Wasser, dem du vertrauen kannst. Der Werbespruch zielt darauf ab, dass das öffentliche Wasser nicht sicher ist. Koos glaubt, die Trinkwasserkonzerne hätten kein Interesse daran, dass sich die Situation ändert. Er führt uns zu einer Moschee, wohin die Armen pilgern, die sich Flaschenwasser nicht leisten können. Das ist einer von 2 Orten, an denen es Wasser gibt, für über 12.000 Menschen, die das belastete Leitungswasser nicht trinken wollen. Und so sind sie gekommen, meist Kinder, teils über Kilometer, um anzustehen für etwas sauberes Wasser. Wie an einer Tankstelle des Lebens. Das Wasser ist eine Spende der Moschee. Auch für die Älteren ist die Wasserbeschaffung eine harte Prüfung. Die meisten sind hier arbeitslos. Ich habe noch einen Job. Wie soll ich da jeden Tag stundenlang anstehen und dann das Wasser kilometerweit schleppen? Aber ich muss. Obwohl zu Hause nach 9 Monaten das Leitungswasser wieder fließt, kommen sie immer noch hierher. Das Leitungswasser macht das mit uns. Siehst du hier im Gesicht? Ich bekomme Ausschlag. Jeder wird krank davon. Wir bekommen ständig Durchfall. Wir können das Leitungswasser nicht trinken. Es ist ungesund.
Alle Kinder bekommen ihr Wasser hier. Alle Kinder hängen von diesem Wasser ab? Ja. Wir fahren von Carolina zurück nach Pretoria. Immer mehr Stimmen in Südafrika fordern, dass sich die führenden Flaschenwasserhersteller finanziell an der Beseitigung der Probleme beteiligen sollen. Die Water Resources Group könnte gerade den Armen helfen, indem sie sich in den Gemeinden einbringt, um zu erfahren, was dort die größten Bedürfnisse sind, anstatt nur schöne Erklärungen abzugeben. Wir wollen Ergebnisse sehen. Wir fragen noch einmal nach im Ministerium. Was bringt die Partnerschaft mit der Lobbygruppe der Flaschenwasserindustrie eigentlich? Es gibt bereits Projekte, die laufen mit dieser Gruppe. Können Sie uns einige Beispiele nennen? Was zum Beispiel macht Nestlé konkret? Ich würde nicht sagen Nestlé. Also ich meine Nestlé herausnehmen. Wir arbeiten ja mit ihnen als Gruppe. Mariette Liefering, eine bekannte Umweltschützerin in Südafrika, hat versucht, von einem anderen Mitglied der Water Resources Group Spendengeld zu bekommen. Von SAB Miller, dem zweitgrößten Brauereikonzern der Welt. Bei dem Projekt sollte verseuchtes Minenabwasser gereinigt werden. Doch statt finanzieller Hilfe für ihre Organisation bekam sie etwas ganz anderes. Sie haben mir diesen Preis verliehen. Er ist von SAB Miller. Er war aber nicht mit Geld dotiert. Doch ohne Spendengelder können wir nichts erreichen. Sicher ein prestigeträchtiger Preis, aber wirklich nur ein Stück Papier. Die Umweltschützerin schrieb erneut an den Getränkehersteller und bat inständig, bei der Beseitigung des verseuchten Wassers mitzuhelfen. Die Antwort ist eindeutig. Liebe Mariette, es ist unsere Meinung, dass wir in anderen Bereichen viel mehr erreichen können als bei der Reinigung von saurem Grubenwasser. Dort können andere Firmen sicher einen größeren Beitrag leisten. SAB Miller würdigt ihre großen Verdienste für den Umweltschutz. Freundliche Grüße. Nestlé erklärt, die Water Resources Group hätte Arbeitsgruppen gegründet, die sich um effiziente Wassernutzung, Bewässerungssysteme und um Abwassermanagement kümmern. Was läge da also näher, als zu helfen, Abwasser auch zu reinigen? Reinigen Sie denn Wasser? Sie meinen die Grubenwassersäuberung? Nein, Sie sind nicht Teil dieser Gruppe. Ich meine das Projekt. Also noch nicht. Die Partnerschaft umfasst eine Menge. Es könnte sich auch um die Finanzierung einer Maßnahme handeln. Könnte? Und konkret? Nein, noch nicht. Es ist doch alles ganz neu. Die Menschen in Carolina wünschen sich nichts sehnlicher, als dass sie wieder sicheres Trinkwasser bekommen. So wie George Tembesi. Er hat seiner Frau wieder etwas angeschleppt von der weit entfernten Wasserstelle. Die beiden müssen ihre zwei Enkelsöhne allein erziehen. George zeigt Narben auf der Haut der Jungs. Die seien sehr krank gewesen. Ausschlag und Fieber. Es war sehr ernst. Ein Nachbar übersetzt für uns. Sie haben die Kinder ins Krankenhaus gebracht. Und der Doktor hat gesagt, die Kinder haben zu viel von dem Wasser getrunken. Sie müssen aufhören, das zu trinken. Wenn sie das weiter tun, dann könnten sie auch sterben. Der Arzt meinte, sie sollten in der Stadt Flaschenwasser kaufen. Unmöglich für sie, erzählt Großvater George. Flaschenwasser können sie sich nicht leisten. Die vierköpfige Familie lebt von 70 Euro Mindestrente im Monat. Wo sollen wir denn das Geld hernehmen? Wir haben ja nicht mal Arbeit. Ich wäre sehr dankbar, wenn es das nächste Mal wieder so schlimm wird, dass dann vielleicht die Wasserhersteller etwas spenden könnten. Nur für einen Monat oder so, um zu zeigen, hey, Leute, wir helfen euch. Eigentlich ist George stolz auf den Wasserhahn im Garten, der die ganze Familie mit Wasser versorgen könnte. Doch er ist nutzlos, solange sein Inhalt gefährlich bleibt. Ich hoffe, dass das Wasser bald wieder sauber ist, weil es macht uns krank. Wow.
Zurück am Genfer See in der Schweiz. Franklin Frederick, der Wasseraktivist, den Nestlé ausspionieren ließ. Der Prozess gegen den Lebensmittelgiganten zieht sich nun schon 10 Monate hinaus. Wird man endlich ein Zeichen setzen? Am 25. Januar das Urteil. Nestlé wird schuldig gesprochen für seine Spionagetätigkeiten und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Franklin und der Anwalt von Attac sind zufrieden, auch wenn Nestlé nur 5.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Ich bin sehr dankbar, dass der Richter ganz tief in diese Sache gegangen ist. Und diese Urteil macht uns ganz glücklich und bringt Hoffnung in die schweizerische Justiz wieder. Hoffnung auch hier. In der armen Siedlung in Südafrika, ganz in der Nähe der Pure Life Wasserfabrik. Endlich kommt er, der Tankwagen. Doch er kommt nicht von Nestlé, sondern ist eine Spendenaktion aus Pretoria. Nach wie vor sind sie hier ohne Wasseranschluss, haben nicht mal verdorbenes Leitungswasser. Wir treffen auch Lawrence wieder, der sonst bei Nestlé Pure Life Flaschen abfüllt. Nun schleppt er mal wieder so viel er tragen kann in ihre Hütte. Seine Kinder sind durstig. Lawrence will uns etwas mitteilen. Moloki, der Mann vom Bürgerverein, übersetzt. Es sei nur ein Wunsch, aber seit unserem letzten Besuch hätte er sich Gedanken gemacht, erzählt der Nestlé-Arbeiter. Er schlägt vor, ob eventuell die Nestlé-Firma Wasser spenden könnte oder ob es möglich wäre, dass man für die Gemeinde vielleicht eine Leitung mit dem sauberen Wasser von der Fabrik hier herüberlegen könnte. Er findet es nicht richtig, dass die Regierung Nestlé die Lizenz für das gute Wasser gegeben hat. Denn sie haben nur dieses hier. Das können sie manchmal gar nicht trinken, weil es Probleme mit dem Magen macht und der Verdauung. Deshalb macht ihn das nicht glücklich. Nestlé schickt lieber fliegende Händler mit hauseigenen Produkten. Im Rahmen der Water Resources Group, so teilt es uns der Konzern mit, betreibe man aber einige Projekte, bei denen Lecks in Wasserleitungen repariert werden sollen. Doch bevor hier ein Leck gestopft werden kann, müsste es erst einmal überhaupt eine Leitung geben. Ein abgefüllter Liter Pure Life kostet umgerechnet etwa 1 Euro. Das kann sich hier niemand leisten. Wie viel verdient er? Sie bekommen kein Festgehalt, nur Kommission. Wenn Sie gar kein Eis verkaufen, bekommen Sie dann also auch überhaupt kein Geld. Nein. Es wird Abend. Zeit zum Wasser holen. Einige aus der Siedlung machen sich auf durch den Tunnel auf die andere Seite des Highways. Es gibt dort eine kleine Wasserstelle, nicht weit von der Nestlé-Abfüllfabrik. Nestlé gibt sich großzügig, hat den Hahn aufgedreht. Ein paar Tropfen für 3.000 Menschen. Im Hintergrund die Abfüllfabrik für hunderte Millionen Liter von Pure Life. Lawrence, der Nestlé-Arbeiter, hat heute Nachtschicht. 12 Stunden lang, bis in den nächsten Morgen, wird er es wieder in Flaschen abfüllen. Das reine Leben.